Ja, hallo, YouTuber, Rautenperle-Freund. Ich habe ein Anliegen natürlich, das ist ein sehr trauriges Anliegen. Unser Janischitsch in der Schweiz hat Krebs und dem möchte ich hiermit herzlich alles Gute wünschen, schnelle Genesung und am besten die komplette Heilung. Das hat der Junge verdient, auch wenn das nicht alles gut war, was er hier gemacht hat. Aber das ist vergessen, was war, ist vergessen. Janni, alles Gute für dich, wenn du das sehen solltest. Guck mal die Rautenperle, das ist eine geile Sendung. Tschüssi. Ja gut, ich habe mit Toni ja gestern schon mal ein Wort reden können. Ich hatte ihn mal gefragt, was er so Union Berlin, ob er da noch Kontakte hin hat. Hat er gesagt, ja, leichte hat er noch, aber zu Köln glaube ich gar nicht mehr. Und in England hat der Junge auch gekickt. Also das ist mein Geschmack. 1,92 groß. Ich habe ihn ja auch hier im Training schon gesehen, also in der Wand wieder rum. Und dann das Kuriose, habe ich mal mit den Torleuten, ich spreche auch mit den Torleuten ab und zu, ich bin ja mit Tommy auch befreundet. Ich sage, Tommy, du brauchst ja gar nicht mehr rausgehen, das haut ja alles mit dem Kopf weg. Ja, sagt er, so muss das sein. Und das waren, das sind so kleine Anekdoten aus dem Volkswerk, die ich mal so höre, die viele Leute gar nicht hören, weil ich immer da bin und ich habe ja viel Zeit. Wenig Geld, aber viel Zeit. Es ist ja so, ich muss mal ein Wort zu diesen Leihspielern sagen. Möchte ich gerne mich mal so äußern. Null. Wir haben was mit Schaub erlebt. Null. Dann haben wir den kleinen Verteidiger geholt, der Jordan Bayer. Ein guter Junge, verletzt. Hat uns ja auch nicht weitergeholfen. Also die Leihspieler durch die Bank weg, bis auf den Jambalo und das Schneehasen, hat uns ja nicht weitergeholfen hier. Also die machen das schon richtig, dass die Leute holen, so wie jetzt auch wie Toni. Gestandene Leute und auch ein Vertrag und dann läuft das auch. Die haben noch mehr im Kopf wie die anderen. Die anderen haben schon wieder den Kopf gehabt. Oder mit Adrian Fein. Was hat der abgebaut, der Junge? Aber ich will nicht immer nach hinten gucken. Nach hinten gucken ist Rückschritt. Peter guckt nach vorne. Toni ist ein guter, wird ein guter und wird beim HSV jetzt ein Spiel machen. So sehe ich das. Ich will hier wieder Fußball sehen und vor allen Dingen nach vorne. Wir haben das bei den Spielen wieder gesehen, gegen Stuttgart und auch gegen Fernow war ja ganz gut, das Testspiel. Ich kann das nicht begreifen. Wir machen den Spielaufbau von der Innenverteidigung und wir sind an der Mittellinie. Und dann sagt der eine von oben, wo der liebe Gott, nee, das darfst du nicht nach vorne spielen. Du musst wieder zurückspielen. Du nimmst jegliches Tempo raus. Er muss auch ein anderes Spielsystem haben, wie jetzt die Trainer, die davor waren. Wir wollen nach vorne spielen hier in Volksberg. Und dann hinten, wir haben hinten gute Leute jetzt. Also ich nehme an, dass sie die Innenverteidigung meines Erachtens wird, Toni und Ambrosius heute mal. Na gut, schwierig zu sagen. Hannover hat sich auch mit 8-0 Leuten verstärkt, aber das kann ich nicht so beurteilen. Das kommt immer darauf an, ob auch mit Corona, wieder auch da mit Zuschauer, ohne Zuschauer. Aber ich bin der Meinung, dass Paderborn da wieder mitspielt. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Die haben nicht viele Verluste gehabt und haben mit dem Baumgart ja einen guten Trainer, das weiß ich. Der ist auch verrückt, der rennt an die Linie rauf und runter. Also das muss ich schon sagen. Ja, dann hat Hannover auch mit dazu. Nürnberg mit Dieter Hecking und das ist schon auch nochmal eine Nummer. Und natürlich Düsseldorf. Ich gebe, die Testspiele haben sie alle verloren, glaube ich, Düsseldorf, aber da gebe ich nichts drauf. Die haben einen guten Trainer, haben noch einigermaßen Kader. Für die zweite Liga reicht das. Also die drei, vier Mal Heidenheim. Also ich könnte da noch mehr aufzählen. Es gibt auch Geheimfavoriten für mich. Ja gut, das ist natürlich wieder eine Sache. Also, wir können auch Tommy nehmen. Ne? Tommy ist irgendwie. Also ich sage euch eins, ich sage das ja immer wieder, oder ich habe es schon oft gesagt, Polly hat das meiste Talent. Heuer ist auf der Linie und eins gegen eins gut. Wenn einer kommt, so allein, der auf ihn lobt, so hat er schon oft Dinge gehalten. Aber ich hätte gerne Pollerby gesehen. Nichts gegen Heuer, ich bin mit allen beiden befreundet. Aber ich sage Pollerby, hohe Flanken. Ich sage eins, für mich ist sie Nummer eins Polly. Oder Polly natürlich, Polly B ist immer Polly.
Ja gut, ich finde das nicht gut. Tut mir leid, also, das ist ja eben, warum? Warum? Ich weiß nicht, warum. Weil da keine Zuschauer sind, oder wie, oder was? Die trainieren ja wie immer. Also, was soll das? Das sind wieder so Maßnahmen, die ich nicht ganz verstehen kann. Aber lass ihn machen. Ich sag dir einfach, du fünf Leute auswechselst irgendwann. Denn erstmal dauert das Spiel immer länger, 6, 97 Minuten. Und ich, das bringt auch meist nichts. Dann schmeißt du da Leute rein und dann wäre das auch nichts. Also ich wäre bei 3 geblieben. Aber ich bin nicht die DFL oder DFB, was er ist. Interessiert mich eigentlich auch nicht. Also ob da nur 5 oder 3 rumlaufen, fürs Spiel ist das nicht gut, sag ich. Ja gut, YouTuber, hier, Peter sagt nochmal, Peter hat ja nun wieder alles von sich gegeben. Also nicht nur kritisch, sondern auch positiv für den HSV. So, dann wünsche ich euch alles Gute, schönes Wochenende. Und natürlich abonnieren, das wisst ihr, Raumperle. Und hey Peter, das ist alles so bin dünn geworden jetzt. Nochmal abonnieren und dann seid ihr vorne, alles klar. Nur der HSV, das wisst ihr, nur der HSV und nichts anderes. Oder noch was zu Uwe Seeler. Uwe soll jetzt ruhig bleiben, ich teile ja vieles mit Uwe Seeler. Und er ist für mich auch ein Idol immer noch. Aber er soll den Druck nicht so erhöhen. Der Daniel June weiß schon, was er macht. Und die Truppe, ich hoffe ich auch. Und dann geht das auch voran. Tschüssi.